So, Hallöchen und herzlich willkommen zurück. Dann würde ich sagen, jetzt startet das Rennen und dann gucken wir uns mal die Startaufstellung an. Hier sind wir wieder in einer der am schnellsten wachsenden Städte der Vereinigten Staaten, dem grandiosen Austin im herrlichen Bundesstaat Texas. Die Strecke selbst liegt rund Da will ich mal 23 drauf Kilometer sein, da oben. südöstlich des Stadtzentrums und ist seit 2012 Austragungsort des Großen Preises der USA, womit sie die letzte einer langen Liste von Strecken ist, denen diese Ehre zuteil wurde. Hier auf diesem fantastischen Circuit of the Americas werden die Fahrer mit insgesamt 20 Kurven konfrontiert. 10-mal links rum, 10-mal rechts rum. Die besten Überholmöglichkeiten dieser 5,79 Kilometer langen Rennstrecke, bei der entgegen dem Uhrzeigersinn gefahren wird, bieten die Kurven 1 und 12. Eine durchschnittliche Rundengeschwindigkeit von 203 km/h haben die Techniker errechnet. Ein herzliches Willkommen auch an Stefan Römer, der sich heute die Sprecherkabine mit mir teilt. Reden wir über den Professor. Sie starten dieses Rennen mit einem deutlichen Vorsprung. Ich würde zwar nicht ganz so weit gehen zu sagen, dass das Rennen offen ist, aber es muss schon ein kleines Wunder passieren oder, negativ ausgedrückt, eine Katastrophe, ach, 57 um den Ausgang Punkte zu verändern. Wir sollten hier nicht voreilig sein, Heiko. Es sieht zwar alles nach einem großen Vorsprung aus, aber alles, was es braucht, um diesen zunichte zu machen, ist eine lockere Bremse in der ersten Kurve oder eine Radmutter, die sich während des Boxenstopps einfach nicht lösen will und schon sieht alles wieder aus. Bei diesem Sport gibt es keine Gewissheit. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Der Professor startet aus der Pole Position und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht aus wie folgt. Ricciardo, Leclerc, Valtteri Bottas und Vettel, Albon, Sainz, De Vries und Max Verstappen, Ocon, Gasly, Sergio Perez und Kvyat, Norris, Giovinazzi, Lance Stroll und George Russell. Magnussen, Correa, Raikkonen und Nicola Latifi. Keiner hat eine Strafe. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke für den Beginn dieses Grand Prix. "57 Punkte vor Hamilton. Sollten wir, also man kann ja 26 holen. Und dann sind noch drei Rennen. Also wenn man 78 Punkte Vorsprung hätte, manchmal könnte man auch sagen, ne, lieber 79, aber ich habe ja eh die meisten Siege. Also, ja, 21 Punkte mehr als Hamilton. Zum Beispiel, wir holen 26 und er holt nur 5. Was ich nicht glaube, dann wären wir schon Weltmeister. Aber mal sehen. Ne. Aber wir haben natürlich eine gute Chance, bald unser Ziel zu erreichen. So, das lassen wir so. Nein, das nicht. Hier nochmal eben runter. Zack, okay. Dann geht's los. In die Einführungsrunde natürlich. Man kennt es. Die Kupplung funktioniert und das Getriebe reagiert normal. Vergiss nicht, die Reifen und Bremsen aufzuwärmen. Tu das während dieser Runde. Mal gucken, wann und ob der Regen kommt. Vielleicht am Ende, vielleicht muss man nicht mehr wechseln. Ich schätze mal, das wird so sein. Könnte auch jetzt lange mit Rot fahren oder auch nicht. Mist, ich wollte noch gucken, ob wir letztes Mal auch hier gewonnen haben oder nicht. Habe ich jetzt leider vergessen. Riesenrad hier. Ja, gibt es öfter mal an die Strecke. Also eigentlich an fast jeder. Also, was, nein, nicht an jeder, aber an sehr viel. Ja, die ersten zwei Runden werden nicht leicht, hier vorne zu bleiben, glaube ich. Oh, und sowas sollte man überhaupt gar nicht machen. Ich bin schon bei 10%, ne? Mhm.
Ja, übernimmt auch sehr schnell. Sehr früh. Hamill ist ja auch immer gerne sehr stark. Ist öfter mal hier bei. Die restlichen Fahrer nehmen ihre Positionen ein. Gedulde dich und achte auf die Startampel. Wird ja meistens immer frühzeitig Meister. Also gerne in Austin oder in Mexiko. Hätte diese in echt nicht sein, weil da wird nicht gefahren, aber ja. Frühzeitig vielleicht auch wieder. War jetzt nicht brillant. Oh, ich habe schon was angeschoben hier, glaube ich. Ich habe schon schlechtere Starts gehabt, habe schon bessere gehabt. Aber mit vollem Tank hier, also, naja, relativ. Es ist nicht ganz einfach. Da machst du einen gleich Druck, ne? Und wir gehen weit. Scheiße. Hier nicht einfach. Das ist wieder so eine Strecke, das ist keine Benjamin-Strecke. Nicht so die perfekteste. Habe ich zwar auch schon mal gewonnen mit McLaren und so, aber trotzdem liegt mir nicht so perfekt. Ist keine Strecke, ist keine schlechte Strecke. Finde ich nicht ganz einfach. Richtig hoch hier, das sieht man manchmal gar nicht so wirklich. Also wenn man selber wäre, das wäre echt beeindruckend, wenn man selber fahren würde. Ah, hier kommt er auch mal ganz schön ran. Ja. Schon wieder, ah, die war besser jetzt. Noch ist kein DRS freigegeben, aber die hängen alle hinter uns, ne? Scheiße. Das wäre nicht einfach, hier zu gewinnen. Das DRS wird in dieser Runde aktiviert. Du kannst es nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone bist. Oh nein, ich gehe weit. Vielleicht 7, 8 Zehntel verloren. Vorher gerade mal einen kleinen Vorsprung gehabt. Schade. Hier ist der Messpunkt, also ist er dran. Er ist unter einer Sekunde, scheiße.
komme gar nicht so richtig ran. Boah, ist das schwer zu fahren hier auf einmal. Also ganz anders als im Qualifying. Ich wundere mich. Nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit Mediums weiterfahren. Das war gut. Ich gehe immer zu weit, ey. Ach Mann, ey. Nix da. Ende, so am Anfang der Runde können wir wieder mal was gut machen, aber sonst habe ich echt Probleme. Die sehen eigentlich noch nicht schlecht aus. Besser Sektor 1 sogar. Guck mal, die überhitzen, ne, irgendwie. Na, merke ich, deswegen gehe ich wahrscheinlich auch weit. Den Reifendruck auch höher gemacht. Aber das hat natürlich das zur Folge. Das war dann auch nicht gut. Aber auch schon vor dem Qualifying. Ne? Rennen ist alles mehr belastet. Boxenstoppfenster ist offen. Das Boxenstoppfenster ist offen. Ja, muss ich auch dringend nehmen. Ich will auch nicht im Verkehr, ne? Ja, ist auch nicht leicht für die Reifen hier mit den Kurven hier. So einen hohen Druck und so einen hohen Reifentemperaturen, nicht, dass sie noch früh platzen. Jetzt würden wir auf 21 wieder rauskommen, what? Sei vorsichtig, wir vermuten, dass du bald etwas an Grip verlieren wirst.
Der Benzinstand sieht super aus. Du hast ihn gut im Griff. Verkehr ist tödlich. Boah, da kommt, ich komme gar nicht mehr richtig rum und alles. Ich muss noch eine Runde nehmen, ey. Status Teamkollege. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 11,3 Sekunden. Sie fahren mit alten Weichenreifen. Er ist auf Rang 11. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 37,8. Die fahren ja auch nicht so wirklich rein, ey. Wetterbericht. Rechne mit etwas Regen in ungefähr 10 bis 15 Minuten. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. So weit ist Leclerc und so auch nicht weg. Scheiße, er ist... Reifen sind scheiße irgendwie, aber ich will auch nicht im Verkehr geraten. Wir erwarten in etwa 10 bis 15 Minuten Regen. Der geht natürlich jetzt rein. Ah, Mist. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Gehen wir jetzt gleich. Teamkollege ist jetzt auch drin. Nick kommt an die Box. Nick an der Box. Also dringend notwendig. Ja, am besten hinter mir gehen auch langsam rein. Jetzt werden wir auf 11 wieder rauskommen. Weil, ja gut, war vielleicht noch nicht so viel zu stoppen. Ja? Keine Ahnung. So, ob einer mit einem anderen Satz Reifen gestartet, habe ich auch nicht drauf geachtet, wollte ich eigentlich, habe ich vergessen. Das war aber eng, knapp. Leclerc kommt auch. Ricciardo kommt. Bottas. Aber, ja gut. Wir werden auch nicht aufgeholt haben. Oder ist gerade noch mal eng. 1,8, what? Geiler Boxstopp. Die wissen, dass es eng wird, ne? Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Ja, da kommt er auch. Aber durch einen sehr guten Boxenstopp passt das. Der hat sogar genommen. Ja, warum die das so machen in diesem Modus und so, diese Distanz, ich verstehe es nicht. Die dürfte hoffentlich keine Gefahr mehr sein. So, zumindest nicht so stark wie eben. Status Teamkollege. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 16,5 Sekunden. Sie fahren mit 9 Mediums. Er ist auf Rang 12. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,56,3.
Vielleicht haben wir welche nicht gestoppt, aber oder ist halt leider weiter zurückgefahren. Keine Punkte wahrscheinlich. Schon wieder ich und Hamilton 1 und 2. Gut, dass wir das auch andauern, das ist auch notwendig sogar. Ich glaube, man macht noch mehr Nuller oder so. Was schon passieren kann. Und dann holt er richtig auf. 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Die Reifen gefallen mir schon besser. Und hier ja, ist auch nicht ganz so hohe Temperatur. Aber wir sind ja auch jetzt schon hier, bin ich mehr in den S's. Da sind die Kräfte sehr hoch. Zweimal Bestzeit. Der ist jetzt deutlich langsamer, Hamilton. Naja, Pech. Ich erkläre den noch, aber es ne, ist ein bisschen über 3 Sekunden, weiß ich nicht. Irgendwo ist was auf der Strecke. Na, 6:03 aber nicht. Ein paar Infos zu Stroll. Anscheinend ist das Problem gravierend. Er gibt auf. Okay. Vielleicht war das ein Konkurrent von unseren Teamkollegen. Weiß man nicht. Okay, wir haben 1:34,4 gefahren. Ich könnte gleich mal fragen, was Hamilton so fährt. Wie sieht hier die Temperatur aus? Ist natürlich dann hier, wenn man hier so durchfährt, hoch. Fahrer hinter mir. Fahrer hinter mir. Hamilton liegt hinter dir. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 7,0 Sekunden. Sie fahren mit 9 harten Reifen. Ihre Reifen sind 2 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 37,0. Ach du Scheiße. Gegen wen fahre ich? Okay, die Hauptkonkurrenten dieses Rennens sind Hamilton und Leclerc. Status Teamkollege. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 21,7 Sekunden. Sie fahren mit 9 Mediums. Er ist auf Rang 11. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,37,1. Ist auch gerne auf Rang 11, ne? Das ist bitter. Und Punkte fürs Team, Mensch. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Wetterbericht. In etwa 10 Minuten ist Regen angesagt. Ach, easy. Regen in 10 Minuten. Trockenreifen passen gerade am besten. Ja, das war schon kritisch gegen Hamilton, aber wir haben uns verteidigt. Das muss man halt irgendwie hinkriegen. Und jetzt hat er andere Reifen und ja. Und zack, auf einmal wird's bewölkter, ne? Oh, ich fahre ja auch wie die letzte Mongo, ey. Ist echt nicht leicht hier, ne? Egal, was man so einstellt. Schwierige Strecke. Zumindest was die Feinheiten angeht. Das wäre dann wohl der nächste Sieg. Und wieder 8 Punkte ausgebaut dann, wenn es so ins Ziel geht. Also heißt 65 Punkte Vorsprung. 3 Rennen. Da können wir schon Weltmeister werden.
Wir müssten dann 52 haben. Wir können 13 sozusagen verlieren. Also uns reicht, glaube ich, ein vierter Platz oder so. Ja, meistens läuft es ja besser. Also in Mexiko krönen wir uns vielleicht zum Weltmeister. Konstrukteursmeisterschaft, ja, müssen wir mal sehen. Wie die anderen immer so punkten. Ich fahre noch ein bisschen mit Fett, ich habe noch ein bisschen Überschuss. Hört sich bei Fett auch immer komisch an. Ne? Ich glaube, ich habe auch eine neue Siegerpose sozusagen. Wir denken, aber es wird ein wenig Regen geben. In etwa 15 Minuten geht's los. Jetzt erst so spät verzögert sich mir alles hier. Aber egal, das Rennen halt schon vorbei. Reifen wahrscheinlich easy. Temperaturen gehen ein bisschen runter. Ja, ist relativ hohe Belastung. Benzin hier. Für eine Runde. Ja, ist auch nur eine. Wenn wir vorher noch nicht gewonnen haben, dann gehen wir jetzt. Wir können nicht länger mit dieser Motoreinstellung fahren. Wir sind nur ungefähr eine Runde über Planziel. Fahr so bald wie möglich auf Mischung 2 runter. Ist auch noch genug. Ein bisschen kann man hier die Curbs echt mitnehmen. Das sind keine Streckenbegrenzungen. Das sind auch nette Curbs hier. Dann mache ich bald mal einen Curbstomp. So, es wird immer dunkler, aber egal. Ist mir egal. Heutzutage singt man nicht mehr ist mir egal, sondern man singt ja eher egal. Ist mehr am Trend, ne? Wie sich das gewandelt hat. Ziehen reicht doch, Jeff. Alles gut. Ja, yeah, ist der nächste Sieg. War ein Riesenschritt Richtung WM. Also, wir sind kurz davor. Nice. Yeah. Super gemacht. Danke. Schwert, Fahrer des Tages. Aber auch ziemlich weit oben. Eine erstaunliche Fahrerleistung und gute Arbeit vom gesamten Team haben hier in Austin zum Sieg geführt. Ja. Stefan Römer, was denkst du, was hat heute den Unterschied gemacht? Ich denke, dass das Resultat größtenteils dem Temperament geschuldet ist. Er hat es einfach geschafft, kühlen Kopf zu bewahren, als alle anderen die Fassung verloren haben und dadurch das Maximum aus dem Auto rausgeholt und die Strategie optimiert. Mehr oder weniger ohne Probleme. Die Gesichter der drei Bestplatzierten sehen unglaublich glücklich aus, während sie sich auf das Podest begeben. Sie alle haben den Sieg verdient. Mal was Neues. Hey, Luis, spritz mich nicht so voll. So. Mal für bei VIP. Setup Champion. Und schon das nächste Level. Ja. Wieder schöne neue Kappe und neuer Anzug. Ja, man kann das ja manchmal auch ausprobieren,
und wieder anziehen, sich neu einkleiden. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Ja, De Vries wieder um 14. Der Professor vergrößert den Vorsprung der Weltmeisterschaft. Wir haben heute einige beeindruckende Talente auf der Strecke gesehen. Stefan, aber wer ist für dich der Fahrer des Tages? Interessante Frage heute, denke ich. Es stehen mehrere zur Wahl, aber ich würde mich auf Danny Quert festlegen. Er hat heute eine grundsolide Leistung gezeigt, auf die er stolz sein kann. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Es war ein absolut wildes Wochenende in der Formel 1. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Hier kann man sogar jetzt Boxenstopps gucken. Man kann sogar sehen, wie schnell die waren. 3,1 nur bei De Vries. Schade, der hätte sogar 4 Punkte machen können. Und wir haben den schnellsten. Alter Schwede, ey. Das haben, glaube ich, in echt noch nie geschafft. Ich glaube, Red Bull hat 1,9 oder vielleicht auch 1,8. Aber weiß ich nicht genau. Hier sieht man immer, was man so genommen hat und so. Das ist alles ganz nice gemacht. Ja, wir haben den besten, De Vries den schlechtesten Boxenstopp, wenn ich das hier so sehe. Last Wall und so. Max Verstappen, okay. War auch nicht so pralle. Über 3 Sekunden ist nicht so gut. So, die WM. 65 Punkte. Bottas hat mal gerade 200, ne? Mann. Ricciardo, Vettel, Leclerc, Albon. Verstappen immerhin noch auf 9 mit dem Kackauto in Vergleichsweise. Und hier, ja, da oben 106 Punkte Rückstand, das wird wohl nix. Aber hier, warte mal, lass mich 27 und 69 Punkte, oder? Nee. Doch. 69 vor Ferrari. Okay, das können wir schaffen. Und 83 vor Red Bull. Das möchte ich gerne schaffen, aber das ist noch nicht in trockenen Tüchern. Und das andere natürlich auch noch nicht, aber fast. Gut, dann sehen wir uns in Mexiko wieder. Da können wir, haben wir eine gute Chance, haben wir unseren ersten Matchball. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.